Willkommen zurück zu Indiana Jones 3, der letzte Kreuzzug. Ich habe gerade schon etwa eine Stunde aufgenommen. Allerdings nur den Ton, nicht das Bild, weil ich die Aufnahme verkackt habe. Deswegen fange ich das Ganze jetzt nochmal von vorne an. Dann habe ich das Ganze noch ein zweites Mal versucht, dann hat mein Handy geklingelt, bin ich rangegangen, habe telefoniert. Ja, das hier ist der dritte Versuch. Hoffentlich klappt es diesmal. Ich gucke gerade noch schnell auf die Uhr, damit ich weiß, wann die Folgen zu Ende sind. Okay. Also, Indiana Jones hat die Dienerrüstung, Dienerkleidung an. Und die ist in diesem Stockwerk nicht gewünscht. Also, beziehungsweise Diener sind in diesem Stockwerk nicht erlaubt. Deswegen gibt es ja in diesem einen Raum ein Stück weiter noch die zu kleine Rüstung, die nicht passt. Aber da ist ein kleiner Schlüssel drin. Mit dem kleinen Schlüssel kann man die andere Uniform, die unten eingeschlossen ist, holen. Die würde ich jetzt gerne holen. Dafür muss zuerst diese Wache aus dem Weg. Da habe ich ewig versucht, vorhin das hinzukriegen. Ich habe alle Gesprächsoptionen durch, hat nicht geklappt. Ich habe ihn versucht zu bestechen mit Geld. Ich habe ihn versucht zu bestechen mit Bier. Ich habe versucht zu bestechen mit Schweinebraten. Das hat alles nicht geklappt. Dann habe ich mir gedacht, okay, das kann es ja nicht sein. Das muss ja doch irgendwie gehen. Deswegen habe ich dann einfach meinen Blick in die Komplettlösung geworfen. Und die Lösung ist tatsächlich, dass man ihn mit dem alten Buch bestechen muss. Nein, Blödsinn. Nicht das alte Buch. Blödsinn, nicht das Buch, sondern das Bild. Das Bild ist das Bild aus dem Schlafzimmer von Indys Vater. Das ist wohl relativ wichtig für die Nazis, deswegen sammeln die das. Und die Wache bringt das jetzt, wenn wir gleich in der Zwischensequenz sehen, zu dem Vorgesetzten. In der Zeit würde ich gerne noch was zeigen, nämlich diesen Raum. Und genau, also ihr habt vielleicht gemerkt, es gab jetzt eine Weile keine Aufnahmen mehr, keine Folgen mehr. Das lag daran, dass ich im Krankenhaus war, ich wurde operiert. Ich kam jetzt wieder raus, jetzt geht es mir wieder einigermaßen gut, deswegen kann ich jetzt wieder aufnehmen. Hier ist ein schönes Gemälde und hier ist ein schöner Tisch. Kann man beides nicht mitnehmen, aber mal anschauen. Genau, das ist jetzt die Zwischensequenz. Da wird jetzt der Wachmann, genau, der Wachmann bringt jetzt dieses tolle Bild und dem Oberst und will natürlich dann den Ruhm für sich. Deswegen ist er auch gleich abgehauen und hat sich nicht drüber gewundert, dass der Diener in dem Stockwerk rumläuft, in dem er eigentlich nichts zu suchen hat. So, wichtig ist jetzt, er hat die Kombination auf ein Stück Papier geschrieben und dieses Stück Papier mit der Kombination ist im Schrank ganz rechts in der mittleren Schublade. Da kommt man bestimmt noch irgendwann später hin. Ich kam noch nicht so weit, aber ich denke schon, dass man da hinkommt. Den Safe habe ich nämlich schon gefunden, den zeige ich gleich. Genau, hier ist ein Gemälde. Das ist das Gemälde Hunde beim Pokerspiel, von dem Indys Vater schon mal eine Kopie auf dem Flohmarkt gekauft hat. Und hier gibt es einen Tisch aus dem 14. Jahrhundert von einem Künstler namens George Lucas offensichtlich. Wer immer das auch sein mag, keine Ahnung. Genau. Wie gesagt, es gab eine Weile keine Folgen mehr wegen Krankheit und weg und so und Schmerzen und kann nicht aufnehmen. Jetzt geht's endlich weiter. Ich habe davor einige Folgen aufgenommen und dann allerdings jeden Tag eine freigeschaltet, weil ich irgendwie immer. Ich komme zwar nur einmal in der Woche wirklich dazu, aufzunehmen, die ganzen Bilder. Ich komme nur einmal in der Woche dazu, wirklich aufzunehmen. Und das heißt, wenn ich da mal Folgen habe, dann habe ich meistens relativ viele Folgen. Und sehe dann auch, oh boah, ich habe so viele Folgen. Hier, Edna, die bricht bald noch aus. Und dann denke ich so, oh, ich habe so viele Folgen, jetzt kann ich doch jeden Tag eine freischalten. Was ich natürlich nicht bedenke oder bedacht habe, ist, dass ich einfach nicht 7 Folgen pro Woche aufnehmen kann derzeit. Das haut einfach zeitlich nicht hin, vor allem jetzt nicht nach der OP. Ich meine, ich bin einigermaßen wieder fit, aber ich habe trotzdem noch Schmerzen gelegentlich und nehme Schmerzmittel und kann immer noch mit Krücken laufen. Aber selbst davor habe ich es nicht wirklich geschafft, 7 Folgen pro Woche aufzunehmen.
Bei den Kisten hier gibt es leider nichts, zumindest habe ich vorher nichts entdecken können. Ich fahre gerade nochmal drüber. Also ich gucke jetzt gerade die ganzen Gemälde an für euch, damit ihr das seht, was er sagt. Und genau, also ich schaffe es nicht jeden Tag eine Folge rauszuhauen und ich muss mich jetzt in Zukunft ein bisschen zurückhalten, wenn ich mehrere Folgen habe, dass ich da einfach, genau, mich da zurückhalte. Und mein Ziel ist jetzt wirklich einfach nur jeden zweiten Tag eine Folge rauszuhauen, also 3 bis 4 Folgen pro Woche. Ich denke, das sollte ich durchziehen können, alle 2 Tage eine Folge. Und genau, man sieht dieses Gemälde, kann man zur Seite schieben, diese hässliche Mona Lisa. Da ist der Safe. Da, den machen wir doch gleich auf. Leider kennt er die Kombination nicht, deswegen ziehe ich das Bild jetzt einfach wieder zurück, damit es nicht auffällt, dass hier ein Eindringling sich an einem Safe zu schaffen gemacht hat. Jo, und genau, in Zukunft wird es dann voraussichtlich 2 Folgen pro. Nein, Blödsinn. Alle 2 Tage eine Folge geben. Ja, irgendwas war es noch, was ich sagen wollte. Ich habe es vergessen. Wenn es mir einfällt, sage ich's. Genau, also auf zum Weg zu der anderen Rüstung. Beziehungsweise zu der Uniform. Hier drin, was war hier drin? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich schau mal rein. Ach ja, genau, da geht's weiter. Ich dachte, da geht's weiter in, weil die Treppe so nach unten geht, in den ersten Stock, aber ich habe vorhin gemerkt, das ist gar nicht so. Es führt in der gleichen Etage zu einem anderen Raum. Finde ich ein bisschen komisch, ein bisschen blöd gezeichnet, aber ist so. Ich habe mich vorher noch ein bisschen drüber ausgelassen, dass das Spiel relativ unlogisch sei. Werdet ihr vielleicht auch noch mitkriegen. Ich glaube, ich habe mir nicht überall gemerkt, bei den ganzen Wachen, wie ich sie jetzt überreden kann. Das kennen wir schon aus den vorherigen Folgen. Es gibt hier eine Rüstung, eine Uniform. Die ist eben zu klein. Deswegen soll er sie sich doch bitte nochmal genauer anschauen. Und da ist eine Offiziersuniform, die eben viel zu klein ist, genau. Und wenn du sie genau anschaust, siehst du, da ist ein Schlüssel drin. Sehr schön. Oh, ein Schlüssel. Du wirfst die Uniform weg, behältst den Schlüssel, wunderbar. Dann noch eben die Truhe schließen, damit es auch gerade mitkriegt. Und mit dem Schlüssel ab nach unten zu der Kleiderkombüse, also zu der, wie nennt man das? Kleiderkammer, sowas, zum Kleiderschrank, zum Kleiderzimmer. Da können wir dann nämlich das Schloss aufschließen. Hier ist zum Glück keine Wache mehr, die irgendwie den Weg versperrt. Ja. Also, wenn ihr euch jetzt wundert, warum es plötzlich so schnell geht, wie gesagt, ich habe da vorhin einige Zeit verbracht, auch mit der Wache da unten. Ich glaube, ich bin jetzt effektiv sogar schon in der zweiten Folge von der vorherigen Aufnahme. Ich glaube, in dieser Folge wird einiges Produktives passieren, in der nächsten vielleicht auch noch. Und danach wird es wieder zum üblichen Ausprobieren und Rätselraten umschwenken. Benutze. Messingschlüssel, Schloss, genau. Und jetzt nimm die graue Uniform und ziehe die graue Uniform an. Nein, graue Uniform, genau. So, mit der grauen Uniform. In einer der letzten Folgen hat man es gesehen, da ist die eine Wache, zu der ich jetzt nicht hingegangen bin. Aber da war ich schon mal mehrfach. Das ist die direkt am Anfang der Folge, wenn ich neben der Truhe nach links gegangen wäre, da kommt die. Die sagt dann, Diener haben in diesem Stockwerk nichts verloren. Das heißt, mit der Dieneruniform da noch weiter rumzulaufen, ist eine blöde Idee. Deswegen habe ich jetzt als allererstes diese graue Uniform besorgt und laufe mit der rum. Und die ist wohl. Also, es ist keine Wachuniform, klar, sieht man, die Wachen sind grün. Aber es ist wohl eine Uniform, ich habe noch nicht rausgefunden von wem, aber auf jeden Fall von irgendeinem höheren Tier. Vielleicht ein Offizier oder sowas. Ist da unten eine Tür? Oh, da sind ja 2 Türen, die habe ich noch gar nicht gesehen. Cool. Vielleicht mal reingehen. Und deswegen kann man mit der Uniform einige Wachen davon überzeugen, in die einfach durchzulassen. Was ich ziemlich lustig finde. Was es auch gibt, Fenster wurde nicht geöffnet. Kannst du es mit dem Bier beweglich machen? Nein. Kannst du es mit dem Fett des Schweinebratens schmieren? Was? Nein, nein, nein. Benutze Schweinebraten. Okay, das funktioniert nicht.
Dann geht es darüber in die andere Tür, die ich zuvor nicht gesehen habe. Genau, das passt alles. Auch dieses Fenster wurde seit Jahrzehnten nicht geöffnet. Nun gut. Gibt es hier noch irgendwas? Ein Teppich? Sieht nicht so aus. Fenster, Säule, nein. Eine Tür und nach draußen. Das müsste jetzt die linke von den beiden Türen sein, die ich bisher nicht gesehen habe. Wenn mich nicht alles täuscht von der Geometrie her. Ja, genau, da kommen wir her. Da ist das Gemälde und der Tisch. Also eigentlich ist hier der Tisch und da das Gemälde. Da geht's zum Safe. Das waren die beiden Räume gerade. Und ich zeige jetzt einfach mal. Genau, da kommt gleich noch eine Wache. Genau, der will ich nicht begegnen. Der bin ich auch in der vorherigen Aufnahme nicht begegnet. Keine Ahnung, was die tut. Man kann die relativ gut umgehen. Und das habe ich jetzt eigentlich auch vorzutun. Weil, wozu das Risiko eingehen? Nein, Blödsinn, hier war die Uniform. Hier war die Uniform. Das heißt, ich muss unten in die Tür nach oben. Genau da. Das ist. Genau, in den einen Raum habe ich mich ja schon mal geflüchtet vor der Wache in dem langen, waagerechten Gang. Und bin dann nach unten durch. Und da geht es lustigerweise, wie gesagt, es ist trotzdem das gleiche Stockwerk, obwohl da eine Treppe runterführt. Und die Wache ist dieselbe, die ich vorhin meinte, die sagt, dass Diener hier nichts verloren hätten. Und zwar kommt man da von rechts. Von rechts ist der Eingang bei der Truhe. Die Truhe, in der es nicht die Uniform gab, sondern ich glaube 50 Mark. Und diese Wache hier, ich glaube, das war das hier. Ich bin im offiziellen Auftrag hier. Ich will passieren. Und dann sagt der Offizielle, na gut, gehen Sie weiter. Ja, macht er einfach so. Ich speichere jetzt gerade mal, weil es bisher so ganz gut geklappt hat und ich gar nicht mehr weiß, was danach kommt. Dementsprechend, es ist die sechste Aufnahmesession. Also speichere ich unter 6. 6.3, 6.4 sind die Spielstände von der ersten gespielten Stunde. Die will ich nicht laden, sondern überschreiben, weil das ist ja im Let's Play nie passiert. Öffne die Tür, gehe durch. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was hier war. Ach genau, ja genau. Hier unten. Ich traue mich jetzt nicht ganz runter zu gehen. Oh, ich habe gerade gespeichert, von daher passt das. Genau, da kommt gleich die Wache, die patrouilliert. Und hier unten ist der Raum mit der Uniform. Das heißt, hier unten geht es dann weiter runter. Da ist der lange Gang nach links. Und hier ist die Treppe hier drüben. Da so. Das heißt, diese Wache, die da gerade patrouilliert, die konnte man jetzt dadurch umgehen, dass man sich an dieser Wache im Raum vorbeischleicht. Hier zuerst. Hier ist noch eine andere Wache drin. Guten Tag, suchen Sie was Bestimmtes? Yep, und zwar sage ich, wie ist der Wachdienst, mein Freund? Langweilig, wie immer. Kenne ich Sie? Nein, ich bin das Neue hier. Ich bin der Neue hier. Neue Befehle. Befehle? Darf ich die mal sehen? Kommt drauf an. Haben Sie die Freigabe für geheime Dokumente? Nein, aber Siegfried, ein Stock höher hat sie. Aber, ja, ich darf dann hier durch, ne? So einfach geht's. Hier kann man jetzt das Fenster öffnen. Das mache ich einfach mal schnell. Zeige nämlich was. Hey, da kann er nicht rausgehen. Man hat gerade gesehen, in dem Raum gerade hinter der Wache gab es noch eine Tür, ungefähr hier. Von der aus kommt man von dem Raum in den Raum. Man kann auch hier außen rumgehen. Und da in dem kleinen waagerechten Raum am oberen Ende des Stockwerks gerade nur die drei Räume waren, der rechte davon war der, kann man damit jetzt entweder hier über die Tür innen oder über die Fenster außen diesen Zwischenteil überspringen. Da muss man wiederum nicht an der Wache vorbei, die da unten patrouilliert. Aber da möchte ich gerade noch nicht hin. Das kommt nachher erst noch. Ich möchte erstmal eine Sache zeigen, nämlich hier. Hier ist ein kleiner Stein. Hier ist ein Stein. Da kommt er nicht hin.
Deswegen möchte ich die Peitsche benutzen, um den Stein zu erreichen. Aber das bietet nicht genug Angriffsfläche. Kann er vielleicht die Peitsche mit dem Krug verbinden? Ja. Nein, okay, das funktioniert nicht. Hier ist ein Spalier. Da könnte er wahrscheinlich dran klettern. Aber wie man sieht, auch da kommt er leider nicht ran. Deswegen, also ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommt. Vermutlich mit dem Spalier, aber keine Ahnung, wie man rankommt. Habe ich bisher noch nicht lösen können, auch in der letzten Aufnahme nicht. Aber, genau, hier kommt man wieder rein. Und kann dann durch diese Tür wieder zurück in den kleinen Gang mit den drei Türen von eben. Kommt aus der mittleren Tür raus, genau. Da waren wir gerade drin. Gegenüber, wie gesagt, geht das Fenster nach draußen. Dann ist das das rechte Fenster von draußen, da das mittlere und das ist das linke Fenster. Und auch die Tür, die da in diesem Raum nach links rüber, nach rechts rüber führt, die führen zu einem Raum hier drüben. Das heißt, damit kann man den Weg hier unten rum, kann man da abkürzen. Lustigerweise ist die Tür von dieser Seite abgeschlossen, obwohl er gerade durchgegangen ist. Und jetzt hatte ich auch ein kleines Problem, weil. Ist da eine Wache drin? Ich glaube nicht. Weil jetzt hat er die Indie-Klamotten an. Und in denen darf er auf diesem Stockwerk überhaupt nicht gesehen werden. Das wäre ziemlich böse. Ach, verdammt. Da ist doch eine Wache. Dann habe ich hier gepennt. Erfahrungsgemäß aus der letzten Aufnahme, ich habe irgendwie 5, 6, 7, 8 Kämpfe gemacht und keinen einzigen gewonnen. Vielleicht klappt es diesmal. Nein, das klappt natürlich nicht. Na gut, dann werde ich das Ganze nochmal nachstellen. Und aber bevor ich durch die abgeschlossene Tür durchgehe, werde ich die graue Uniform anziehen. Und dann geht es nächstes Mal in der nächsten Folge weiter. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Tschüss.